Es ist alles eine Katastrophe, ist mein Recap in einem Satz. In mehreren Sätzen ist es so, wie ich habe einen sehr erfolgreichen Krieg gegen das schurkische muslimische Nachbarland von Emir al-Safir ibn Yahya geführt. Und es war tatsächlich aus nobelstem Opportunismus geboren, weil der hat mit Pias Lehnsherren sich bekriegt. Und ich dachte mir, wäre es nicht gleichermaßen rechtschaffen wie opportun, ihn jetzt auch anzugreifen und mir ein paar Gebiete zu snacken, um dann auch noch ihn von Pia fernzuhalten und gleichzeitig selbst zu profitieren. Das schien mir ein guter Plan. Und dann hat dieses Sackgesicht, diese Geißel meiner schlaflosen Nächte, Scheich Abu al-Qasim ibn Yusuf, mich umgebracht. Nur weil ich mit ihm Krieg geführt habe, seitdem er 11 Jahre alt ist. Nur weil ich all seine Gebiete bis auf dieses letzte mir von ihm geholt habe. Nur weil ich seinen Glauben in den Dreck getreten habe. Nur weil ich eigentlich gar nichts Falsches gemacht habe, hat er mich umgebracht. Und also, jetzt... Also ich will jetzt nicht weiter reinsticheln, aber ich finde, ihn als Sackgesicht zu betiteln, als doch sehr attraktiver Mann mit dem Gesicht, den dein Charakter gerade hat, finde ich mutig. Nur weil ich ein bisschen reizlos bin, ich habe eine wunderschöne Frau. Das ist, ja, aber ist doch alles gut. Die Schönheit deiner Frau ist doch nicht in deinem Gesicht. Nur weil Sancho der Goldene kein angenehmer Anblick ist, kommst du mir jetzt hier so. Er lächelt sehr nett. Ja. Ja. Ich glaube, er fühlt sich gerade nicht sehr nett. aber jedenfalls, aus völlig diesen unzusammenhängenden Gründen, wurde ich von meinem Pferd gezogen und in den Straßen zu Tode geprügelt. Ist schon echt hart. Mein nobler Vater, König Sancho, der Geringste, war auch leider relativ hässlich. Es liegt bei uns in der Familie. Mein Großvater, Sancho der Schäbige, war liederlich, trunkenbold, abscheulich, bucklig, entstellt und hatte Liebesbläschen. Also so gegen habe ich mich eigentlich auf reizlos sogar hochgearbeitet, indem ich immer schöne Frauen geheiratet habe. Nun stehen wir vor mehreren Problemen. Die heidnischen Horden marodieren durch unser Land. Es sind 12.000. Wir haben 9.000. Es sind sogar fast 13.000, die heidnischen Horden. Ich war tatsächlich mit meinem vorherigen Charakter 2 Glaubenspunkte davon entfernt, die Tempelritter zu rekrutieren. Also ich brauche 298 Glauben und ich hatte 296, als ich ermordet wurde. Jetzt habe ich 99. Die Tempelritter werden uns nicht helfen. Und dann ist das zweite Problem, selbst meine schäbigen 9000 Mann kann ich mir nicht leisten. Ich habe minus 20 Gold pro Runde. Das hält jetzt noch 4 Monate. Dann bin ich pleite. Das dritte Problem ist, einige meiner reichsten und fruchtbarsten Ländereien wurden zwischen meinen nutzlosen, liederlichen Geschwistern, Sancho dem Prächtigen und Sancho dem Luxuriösen, aufgeteilt. Das heißt, die Lage ist eigentlich einfach rundum scheiße. Und wir werden jetzt irgendwie versuchen müssen, uns da zu behaupten. Pia, wie geht's bei dir so? Mir geht's super. Also, ist jetzt schön für dich. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ich bin der göttliche Sohn. Also meine Mutter hatte ja diverse... Meine Mutter ist sehr gläubig gewesen. Sehr, sehr gläubig. Eine gute, alte Katholikin. Und sie war davon festen Überzeugung, dass ich Gottes Sohn bin. Sie hat mich gezeugt mit einem Bischof. Außerehelich. Aber das ist ja auch einfach ein Gottesgeschenk gewesen. Der Gott hat quasi durch den Bischof gewirkt. Und ich als göttlicher Herrscher. Durch Sex, genau. Aber dieses Wort ist schmutzig, das sagen wir in der katholischen Kirche nicht. Durch Beischlaf. Beischlaf, das klingt besser. Ich habe eine wundervolle Frau, die passt sehr gut zu mir. Wir bekommen gerade sehr, sehr viele wundervolle Kinder.
Es ist alles wundervoll. Man muss an der Stelle sagen, ich bin leider nicht so das perfekte, göttliche, alllösende Kind geworden, wie meine Mutter vielleicht gedacht hat. Es hat zwar sehr gut angefangen, ich bin aber leider auch ein Trunkenbold und unersättlich und flirte mich mittlerweile so ein bisschen durch die Gegend. Das Schöne daran ist, ich bin echt nicht gut in all den Dingen, die ich mache. Das heißt, auch wenn ich theoretisch gesehen die ganze Zeit versuche, irgendwelche Affären zu haben, weil ich ja Gottes Sohn bin und mir alle Frauen zustehen und durch mich die Macht Gottes spricht, halten die Frauen nicht so viel von mir. Das heißt, ich habe meine Frau noch nicht betrogen, glaube ich. Lag aber auch nicht an mir, dass ich das nicht gemacht habe. Und weil ich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, baue ich gerade einfach eine zweite Burg, die ich nach meiner Mutter benannt habe, um ihren Zorn zu mildern darüber, dass ich vielleicht doch nicht ganz der Goldjunge geworden bin, der ich bin. Ich bin gespannt, wie ich in den nächsten Jahren stückchenweise mehr vom Glauben ein bisschen, also ich bin ja gläubig, aber in meiner eigenen Interpretation des betrunkenen Glaubens weiterrutsche. Weißt du, was ich gerade mit meiner Mutter mache? Ich habe gedacht, ich habe gerade niemanden, den ich verheiraten kann für ein Bündnis, weil ich ja 15 bin und noch keine Töchter habe. Aber meine Mutter ist ja jetzt frei geworden, nachdem König Sancho zu Tode geprügelt wurde. Und der Doge von Venedig sucht gerade noch ein neues Eheweib. Er ist ein bisschen schüchtern. Aber er ist auch fleißig und gefühllos. Du verkaufst jetzt deine Mutter nochmal weiter? Ja, der Doge von Venedig bringt 3000 aufrechte christliche Recken mit. Dankeschön, Donny, für die 21 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Ich finde das. Ja, wenn das, das gut. Keine Motivation ist, dann lass uns starten. Und dann schauen wir mal, ob er deinen Krieg gewinnt für dich. Ich muss gerade noch ein bisschen gucken, ob ich mich sonst noch irgendwo orientieren muss, weil ich ja gerade noch frisch geerbt habe. Das heißt, bei mir gibt es gerade einige Baustellen. Ich habe schon meinen Rat besetzt. Das Militär ist eine Komplettkatastrophe. Ich habe sonst... Kann ich irgendwelche Entscheidungen treffen? Nee, Geld sollte ich jetzt nicht rausballern. Gibt es sonst was, was ich tun sollte? Wie sieht's im Reiche aus? Alle hassen mich. Okay, das wird geil. Ja, dann... Alle hassen mich. Okay, das wird geil. Wundervolles ja, Zitat. Ja, wird der Hammer, glaube ich. Und ich kann mich noch mit meinem Bruder verbünden. Der bringt ja immerhin auch noch ein paar eigene Mannen mit. Das machen wir, glaube ich, mal. Und die Frage ist natürlich, trenne ich mich von meinem Weibe? Die hat nämlich, die bringt kein Bündnis mit. Ich finde, sie ist eine prächtige Frau. Sie ist wunderschön, sadistisch, arrogant und ehrgeizig. Und eine zähe Soldatin und eine aggressive Angreiferin. Sie passt schon ganz gut zu mir. Aber sie bringt keine Truppen mit. Ach, jetzt möchtest du sie doch loswerden. Aber als ich dir meine Tochter und Truppen angeboten habe, hieß es, meine Tochter ist nicht schön genug. Ja, ist sie ja auch nicht, aber... Also ich... Er hat's nochmal gesagt gerade, ne? Ist sie ja auch nicht, aber... Aha. Ich glaube schon eigentlich, dass... Vielleicht reicht ja auch der Doge... Jetzt will er sie schon wieder nicht. Das ist unfassbar. Wir probieren das. Ich würde mal auf 1 anfangen, weil die Lage bei mir eben gerade sehr angespannt ist. Ja, will er meine Tochter einfach nicht, ne? Das ist crazy. Nee, was will ich denn mit der? Hä? Ja, gut. Dann halt nicht. Was will ich halt mit der? Weißt du, was ich jetzt aber mache mit meinen Truppen hier? Ich marschiere jetzt hier rüber. Oh! Meine Schwester findet das gerade nicht so toll. Ja, ihr seid Herzog, aber ihr seid außerdem ein aufgeblasenes Schwein, das seinesgleichen sucht. Dass meine Schwester und Rivalin Judith so grundlos in Wut ausbricht, kommt aus heiterem Himmel. Zugegeben, sie hat derzeit wirklich alle Hände voll zu tun, aber als ich um eine Erklärung dieses Verhaltens bat, schleuderte sie mir nur noch mehr Beleidigungen entgegen. Das ist die
Das ist deine Großmutter. Das ist die, die als Nonne zwei Kinder gezeugt hat und die ich deswegen 10 Jahre lang im Gefängnis hatte, damit sie aufhört, noch mehr Kinder zu zeugen. Ich habe sie mittlerweile rausgelassen, weil sie über 50 ist und keine Kinder mehr zeugen kann. Aber offensichtlich findet sie das nicht so gut, dass sie eingesperrt war für eine Zeit. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, ist seltsam, ne? Hat mich auch gewundert. Bringt einen Pfahl. Ja, ich kann sie nicht fehlen, Leute. Dankeschön, Pfeifenente, für die 25 Monate und ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Ein bisschen meinen Truppen, danke, Feind aus dem Weg zu gehen versuchen, bis Venedig da ist. Weil der Feind verliert immerhin schon an Versorgung. Ich versuche die KI so ein bisschen richtig schäbig zu cheesen. Weil sie ihre Truppen ja immer zusammenwirft. Das Problem ist, ich kann diesen Krieg nicht ewig rauszögern, weil... Wie undankbar, dabei hast du sie doch rausgelassen. Ja, meine Worte. Ja. Oh. So. Lauter Geld geschenkt hier. Mit diesen Armeen... Ah, ich sehe, das ist die Frau, mit der ich noch eine Affäre anfangen versuchen wollte. So, wie ist es mit Venedig, Leute? Seid ihr am Start? Habt ihr Bock? Kommt ihr? Okay, sie kommen aber langsam. Es ist zu langsam, was ihr hier macht eigentlich. Ach, das ist ein guter Ritter. An den Hof rekrutieren. 35, das ist okay, das ist gar nicht so teuer. Und dann suchen wir dir jetzt auch noch eine Freiheitsfraktion gegen mich, Pia, das ist nicht gut. Du, ich habe dir meine Tochter angeboten und du hast mich gefragt, was du mit ihr sollst. Ja, das stimmt, das tat ich. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich dir gerade helfen soll. Also, es tut mir ja auch leid. Also, nicht ganz, ja, aber... Das merkt man. Ich bin fettleibig geworden. Ja, es passiert. Das tut mir natürlich auch leid. Jetzt lüg nicht. Nee, stimmt, das sollte ich nicht. Lügen ist nicht gut. Lügen ist nicht göttlich. Und ich bin ja auch jetzt ein religiöser Fanatiker. Ah, wundervoll. Mein Kind hat Hochdeutsch gelernt. Ich kann dir noch eine Sprache beibringen lassen, ne? Wundervoll. Das ist halt geil. Diese Armee ist schon richtig zermürbt. Die verliert richtig Leute. Ich darf mich jetzt hier nur nicht erwischen lassen. Während ich hier Städte befreie. Und auch bei ihnen ein bisschen was erobere mit meinen anderen Armeen. Ich meine, die Armee verliert auch Versorgung, aber viel langsamer als er. Weil er viel mehr Truppen hat. Und hier belagere ich jetzt. Und wenn wir dann uns hier wieder treffen können mit den Venezianern zusammen. Maurice Pia hat sogar Truppen angeboten für die Heirat. Ja, das braucht er ja offensichtlich nicht. Also schaue ich ihm in seinem Untergang an. Ich habe doch meine Mutter verhökert. Er hat doch seine Mutter verhökert. Es passt doch. Ich weiß nicht ganz, warum die mich jetzt hier einholen. Wobei, nee, tun sie nicht, oder? Das ist schwierig. Oder die Armee vielleicht. Oh Gott, wenn sie mich da kriegen, wäre das echt blöd. Ich weiß nicht ganz, warum sie mich da gekriegt haben, ehrlich gesagt. Nee, da... Das tut mir auch sehr leid. Also... Ja, das so klingst du. Okay, hier sind wir zu schwach. Ja, das ist blöd da oben. Das ist sehr doof gelaufen. Vielleicht haben sie irgendwen, der Movement Speed hat oder sowas, ja. Katholisch und französisch. Das ist doch eine gute Tochter, eine gute Schwiegertochter. Das könnte ich mir gut vorstellen. Was hätten wir hier alternativ? Die Armee jetzt einfach vernichtet. Katholisch und schwäbisch. Alter. Ist auch gut, ne? So irgendwo bewegt der sich. Aber die finde ich besser. Die nehmen wir. Amelie. 300 Mann ist jetzt nicht so viel. Aber das ist ein hübsches Mädel. Wir müssen irgendwas haben, was sich schneller bewegt.
Ja, guck mal, die sind ja viel schneller als ich. Vielleicht hat er auch ein Skill, dass seine Armeen sich schneller bewegen. Ja, das ist blöd. Damit geht meine Taktik, sie ein bisschen so zu kiten, halt natürlich überhaupt nicht auf. Die Schwäbin könnte beim Häusle bauen. Der Krieg ist auch gleich vorbei, weil der Verteidiger das Kriegsziel kontrolliert. Ja, nee, den kann ich nicht gewinnen, tatsächlich. Das ist, ja, ich muss jetzt ja nochmal zurückkommen. Ja, Chat, und dann wenn er unsere Hilfe nicht zusammen möchte, dann möchte er unsere Hilfe nicht. So ist nee, das. Nee, ich will meine wunderschöne Frau behalten. Das muss Liebe sein, wenn er Kriege verliert für diese Frau. Oder Dummheit. Ja. Wahrscheinlich beides. Aber ich bin ja auch ein religiöser Fanatiker. Ich meine, ich habe ja mein Wort gegeben, mein göttliches, mit ihr das Sakrament der Ehe einzugehen. Oh, mein Sohn, das ist eine Totgeburt. Ich dachte, das verstehst du auch, Pia. Ich muss jetzt erstmal saufen. Mein Kind ist gestorben. Ich habe keine Zeit mehr für deine schurkischen Sachen gerade. Ich muss jetzt meinen Sohn betrauern. Das verstehe ich. Wir lieben unsere Kinder in unserem Hause. Vor allem die Söhne. Ja, nur die Söhne eigentlich, oder? Nee, die Frauen auch. Für ihre Rollen, die sie halt dann einnehmen. Ah, okay. Gut, nee, der bewegt sich einfach viel schneller als ich. Vor denen kann ich nicht kiten. Das ist tatsächlich sehr, sehr frustrierend. Schon mal beim Erzbischof einschleimen. Immerhin für ein bisschen Geld. Ja, ich habe Nachfolger. Das ist nicht das Problem. Aber schade ist es, ne? Ja, das ist natürlich krass. Wir haben wo sehe ich denn Ihren Befehlshaber eigentlich hier? Was hat der denn? Fähiger Taktiker. Ne, der hat da eigentlich gar nichts. Ja, keine Ahnung, warum die so viel schneller. Aber es gibt ja auch ein Skilltree im Militärischen, dass du das haben kannst. So. Ja, jetzt bin ich tatsächlich weg. 300 Schadensersatz. Das tut weh. Das tut weh. Ja, ich dachte, ich könnte das mit ein bisschen Kiting und Strategie noch gewinnen, aber natürlich hat die Zeit für ihn gearbeitet. Wenn seine Armee sich schneller bewegt als meine, dann kann ich ihn auch nicht kiten. Aber es ist natürlich, also Sancho der Goldene, der religiöse Fanatiker, schwört ewige und blutige Rache. Haben wir es zumindest geschafft, in diesem Reich ein paar Muslime einzukerkern. So, nee, wir haben ein bisschen gehuldigt, das passt. Kannst du ein Lösegeld zahlen? Nee. Ich würde halt gerne für diesen Krieg jemanden noch ernennen. Als Begünstigter. Vielleicht wirklich einfach Brixa. So, nun oder gilt es erstmal. Also das ist für uns jetzt gerade doppelt und dreifach schlimm. Nicht so, das ist ein religiöser Eiferer, der gerade Krieg gegen die Muslime verloren hat. Ah, und ein gieriger Herrscher, der verschuldet beginnt. Ah, meine Kinder sind alle nicht alt genug, um sie zu begünstigen. Auf allen Ebenen. Das ist super schade. Das heißt, den zu begünstigen wäre großartig, aber er müsste erwachsen sein, damit das geht. Ich habe einfach nicht genug Familienmitglieder dafür gerade. Und ich kann die auch nicht. Also das ist halt dieses Mönchsdingsterbumster. Kann man, glaube ich, auch nicht warum hat rückgängig machen, oder? Einjährige überhaupt so viel also Titel? Ein Mönch zu sein, ist eine einmalige Sache. Ich glaube, das kann man gar nicht auflösen bei der katholischen Kirche. Dankeschön, Sauerskittel, für die 12 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Der Einjährige wird ablehnen, in den Kerker zu gehen und wird sich dann mit... Das ergibt doch keinen Sinn! Warum wird mein einjähriger Bruder sich erheben mit den anderen Vasallen, wenn ich ihn einkerkern will? Woher weiß der das überhaupt? Weil er Berater hat, die ihn unterstützen. Das ist gar nicht wahr. Und das für ihn entscheiden. Ach, du bist erwachsen geworden. Gratuliere dir. Ich bin jetzt ein Mann. Und ich bin immerhin ein fähiger Taktiker. Ich bin ein Mann. Seht euch das Gesicht dabei an. Das Grinsen. Ich bin ein Mann. Ja. Ich habe das Gefühl, du machst dich ein bisschen über mich lustig, Pia. Was soll denn das? Kannst du mir ein bisschen erklären, was das hier...
Nee, das würde ich niemals machen. So, was bin ich? Bin ich ritterlich, autoritär oder ein Stratege? Mein Vater war autoritär. Ich bin halt gierig, aber auch fleißig. Also ritterlich bin ich natürlich nicht. Einjähriges Kind sich im wörtlichen Sinn überhaupt erheben. Nee, ich glaube nicht, dass ich das allein aufsetzen kann. Ich bin auch kein guter Stratege, wie wir gerade gemerkt haben. Ich bin auch autoritär. Strecken, Kontrolle. Sowohl Herzogin meiner von Portugal als euch genießen hohes Ansehen bei unserem Lehnsherrn. Wenn es wiederum um die Vergabe an Titeln, Ehren, Reichtum geht, wird eine von uns immer erster und gleicher sein. Ich werde einfach deutlich darlegen, dass die höchsten Mächte stets auf meiner Seite sind. Tatsächlich, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch dafür, dass ich das so sagen würde. Etwas ach, an der Hofpracht geil. Sparen. Er mag mich jetzt echt das mehr. Das ist das Geld nicht wert, diese feine Mode. Geil. Geil, geil, geil. Die Staatskasse, Leute, die Staatskasse. So, aber ich muss, ich will halt hier unbedingt. Aber immerhin kann ich jetzt meine tolle Frau heiraten. Oh, und es gibt den Kreuzzug. Jawohl. Der Kreuzzug, wahrlich. Oh, ich kann meine Hochzeitssteuer erheben. Das bringt gerade viel. Prächtig. Kann man nicht seine gesamte Armee für den Krieg ausheben? Ach doch, da hinten ist der Rest meiner Armee. Ja. Die haben sich nur auf beide Punkte aufgeteilt. Aus welchem Grund auch immer. Ey, ich bin sowas von bereit, jetzt in den Krieg zu gehen. Mein Ratsverwalter Grimm hat jemanden gesagt, meine Schwester und Rivalin Judith soll mit jemandem aus Hestige kopuliert haben. Schon wieder? Mit einem Unzüchtigen, der Liebesbläschen hat, der ein Mönch ist. Ja, du bist doch selbst Spross der Union mit einem Bischof. Jetzt ist sie schon wieder eingesperrt. Hast du da nicht ein bisschen Verständnis dafür, nein, dass sie sich zu einem Bischof, zu einem Mönch hingezogen fühlen könnte? Nein, die beschmutzen unsere Religion. Als ob jeder plötzlich der Spross Gottes sein könnte. Ich bitte dich. Ach, das ist ja lächerlich. Ach so. Okay. Törichte Aussagen, die du hier von dir gibst. Ja, das tut mir leid. Nee, von der will ich nicht erobert werden. So. Folgendes. Wir wollen da nach unten. Ach, die ganzen Armeen sind schon auf dem Weg dorthin. Die sind ja sehr viel schneller als wir. Ich habe gerade festgestellt, Pia, es gibt eine Lösung für all meine Probleme. Ja? Meine nutzlosen Brüder sind ja noch zu jung, um zu heiraten und Erben zu zeugen. Ja. Das heißt, ich bin der Erbe. Sollten sie stolpern? Gottes Zorn ereilen. Mein Vater hat immer gesagt, es ist absolut okay, auch Kinder umzubringen für die gerechte Sache. Ich habe ihn immer begeistert dabei beobachtet, wie er Kinder aus dem Kerker verbrannt hat. Und habe da meine Einstellung zur Religion gelernt von ihm. Ach. Ich spürte Gottes Segen im Feuer. Kann ich sie hinrichten? Nein, dann kriege ich einen Familienmörder-Malus. Ach, schade. Ich muss echt überlegen, was ich da mit meiner Dingsbums da mache, mit der Frau hier. Ich glaube, ich belasse die einfach bei mir im Kerker. Also ich habe sie halt nur im Hausarrest. Ich glaube, ich werde sie in den Kerker verlegen, damit sie da langsam vor sich hin stirbt und Leben verliert. Ich habe keine andere Lösung dafür. Bitte? Weiß gar nicht, wer von uns ist gerade der Schlimmste ist. Und hier so, kann ich sie umbringen? Oder einfach im Kerker langsam verrotten lassen? Das ist jetzt das zweite Mal, dass sie im Gefängnis ist. Also, das kann nicht sein. Die ist das zweite Mal jetzt im Gefängnis. Ich hatte sie freigelassen und sie hat einfach nur Stress gemacht und einfach mit ihrem komischen Mönchen weiterkopuliert. Also, es hilft nichts. Sie bringt Schande über die Familie. Sie ist eine Nonne, die die ganze Zeit mit irgendwelchen Mönchen vögelt.
Ja, das verstehe ich. Das geht nicht. Ich verstehe das gut. Sie ist eh schon dem Tode nah, also damit lösen wir das Problem. Und es zählt nicht als Mord, weil sie ist im Kerker gestorben. Es ist quasi passive Sterbehilfe gegen ihren Willen. Ich verstehe das total. So, ich warte noch, bis diese Söldner hier weg sind und meine eigenen Truppen ein bisschen aufgefrischt sind und wir nicht mehr verschuldet sind. Dann müssen auch wir uns dem Kreuzzug anschließen. Das ist gerade, es schmerzt mich gerade sehr, dass ich noch nicht im Kreuzzug bin. Weil Gott will es. Aber meine Geldbörse will es noch nicht. Und, Ich könnte sie halt auch noch foltern. Aber das wäre halt auch grausam. Einer meiner Vasallen, Graf Remiro, zweifelt an Worte Gottes und gedenkt, Muslim zu werden. Oh. Hast du nicht gesehen, was die heidnischen Horden bei uns? Ich werde seinen Eifer neu entfachen. Ich pinne mir den erstmal an. Wenn du jetzt nicht auf mich hörst, Graf Remiro, dann haben wir ein Problem. Das ist mein Ratsspitzel sogar. Oh, und mein Lehnsherr hat den Krieg gewonnen. Er ist gläubig geblieben. Ich erhielt Glaube für sehr, sehr gut. Ui, eine Mitvasallin von mir wurde gerade eingesperrt. Oh, und mein nächstes Kind hat Hochdeutsch gelernt. Meine Kinder sind so intelligent. Das ist Wahnsinn. Ich hätte gerne Schwedisch, Französisch sollst du lernen. Jawohl. So, warum können meine Töchter jetzt keine Sprache lernen? Die werden mir nicht angezeigt. Schade. Die müssen wohl dumm bleiben. Ich nenne meinen Sohn Sancho der Rächer Gottes. Denn wir werden uns rächen. Auf jeden Fall, Moin. Für die Schmach, die uns angetan wurde, Pia. Ich empfinde auch eigene Schmach, weil du meine Tochter verstoßen hast. Falls du dich daran noch erinnern kannst. Ich erinnere mich gerade wieder dran, weil Sancho, der Rächer Gottes, leider nicht das Wunderschöne geerbt hat von meiner Frau. Aber er ist immerhin auch der erste Herrscher meiner Dynastie, der nicht hässlich sein wird. Er sieht einfach normal aus. Wir verbessern uns. So, bald sind wir aus der Schuldenfalle. Die Hochzeit hat es gebracht, tatsächlich. Warum kriege ich den nicht beeinflusst? Wenn ich dem ein Geschenk schicke, dann mag er mich mehr, ne? Aber dann kriegt er nur 32. 32 reicht nicht. Wir haben ja noch Muslime im eigenen Reich. Das reicht nicht, leider. Dankeschön, Ero, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Dankeschön. Maurice spielt eifrig Genlotterie. Ja, macht er gerade auf jeden Fall. Ich würde halt hier so gerne irgendwie mein Kind reinbekommen. Bei einem von den beiden. -12, ne? Der ist halt auch, also -62. Hier sind die Chancen vielleicht sogar besser. Dann lass uns vielleicht eher versuchen, den da zu begeistern als den anderen. Ich glaube, hier sind die Chancen besser. 32 Meinungen, ja, ist aber trotzdem. So, es wird zu lange brauchen. Das wird zu lange brauchen. Gibt noch kein Datum dafür, Lailhuga. Ordnung im Lande sorgen. So, jetzt gibt es hier einige Aufstände, die hier kommen wollen. Irgendwelche Bauern, irgendwelche Lehnsleute.
wird ja immer schlimmer. Etwas Dummes, wie viel schwächer wir jetzt sind. Was ist das denn? Wie ist das denn passiert? Dieser Emir von nebenan hat minus 19.000 Prestige. Wie geht das denn? Also ich weiß, dass er ein ruhmloser, ehrloser Hund ist, aber... Wer hat aber minus 19.000? Dieser Typ, der mich gerade im Krieg bezwungen hat. Welcher ist das? Emir Al-Safir ibn Yahya, also der Balansia. Minus 19.000. Obwohl er hervorgetan ist. Ist das ein Bug? Das sieht für mich aus wie ein Bug. Ich derweil werde jetzt meinen Bruder umbringen. Wenn es eine Sache gibt, der Sancho der Prächtige einfach nicht widerstehen kann, so ist es seine Lieblingsspeise. Doch seine nächste Leckerei wird teils Feigenkuchen und teils Gift sein. Und mein Charakter hat ernsthaft die Stirn, hier das Wortspiel Bonbon Appetit zu machen. Wow. Oh, ich wünsche dir eine gute Besserung, Quatz. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Wir haben den Kreuzzug gewonnen. Nicht so schnell. Nein, ich hatte nicht genug Punkte eingenommen. Ich war noch gar nicht dabei, aber es hat mir jetzt viel Geld gebracht. Gott hat uns aus der Schuldenfalle gerettet, Leute. Es ist ein Zeichen. Mein Bruder ist auch tot. Es ist, das Leben ist gut. Also nicht für meinen Bruder, aber für mich. Und was hier will jemand... Mein Bruder hat einen Aufstand an der Backe, oder was? Jetzt hab ich den an der Backe. Ja, kommt nur her, ihr Bauern. Ich werd's euch schon lehren, für wahr. Ach, das war zu schnell, ey. Aber ich habe echt viel Geld jetzt, das ist cool. Das heißt, wir könnten jetzt die Kathedrale von San Diego bauen. Und das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Wir holen uns einfach schnell erstmal das da. Und weg ist mein Geld wieder. Flupp und weg. Und dann verbessern wir das in der Zwischenzeit auch. Weil wir eh schon dabei sind. Und pleite. Ich bin pleite. Warum? Ich habe gerade 1200 Gold ausgegeben. Kann man mal machen. Ich baue die Kathedrale in San Diego. Oh. Ein Monument deines Glaubens. Yeah. Unseres Glaubens. Ja. Für wahr. Ja. Wolltest du nicht ein Gebiet erobern? Ich kann kein Gebiet erobern. Ich muss darauf sterben, dass König... Ich muss darauf warten, dass König Fernando stirbt. Ja, meine Tochter geht auch spielen. Die wird auch eine eifrige Frohnatur. Das sieht gut aus. Wundervoll. Mein Sohn und Spieleerbe ist ziemlich erbärmlich geworden. Das ist schade. Ja, die können alle nix. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie erziehe und ich einfach auch nix kann. Und genau so sehen deren Fähigkeiten aus. Das ist echt super bitter. Oh Gott. Ah. Dankeschön, Lord Philippa. Vielen Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Oh mein Gott, meine Tochter ist gestorben. Hat die was getaugt? Ein Kurier kommt mit düsteren Nachrichten und einer kleinen schwarzen Kiste. Meine Tochter Sarah ist beim Spielen mit Elvira ertrunken. Ich schaffe es kaum durch meinen Tränenschleier in die Kiste zu sehen. Doch ein rascher Blick bestätigt, dass dies tatsächlich der Leichnam meines kleinen Lieblings ist. Oh no. Ich wünsche Elvira dasselbe Schicksal. Ja. Auf jeden Fall. Das gibt dir das Spiel als Option? Ja, ich hasse jetzt eine 8-Jährige. Das ist meine jüngste Tochter gewesen. Ich hatte so viel Hoffnung für dich, mein liebstes Kind. Die Dinge, die du lernen solltest, erleben solltest, tun solltest. Dir standen so viele Möglichkeiten offen. Ein ganzes Leben wartet auf dich. Vielleicht hättest du eines Tages selbst Kinder gehabt, aber jetzt wird nichts mehr davon passieren.
6 Jahre alt. Reizend. Ich werde jetzt erstmal mich dem Alkohol ergeben. Wo ist eigentlich, ich sehe gerade, wo ist der Typ hin? Der Muslim, der hier war. Der meinen Vater umgebracht hat. Ah, Lucky hat gerade gesagt, zu dem Emir, Muslime können ja nur neuerdings diese Gesellschaftsspiele machen und dabei um Geld, Ruhm oder Ländereien wetten. Wenn er jetzt gegen einen über seine Gehaltsklasse gewettet hat und verloren hat, könnten sich große Verluste herauskommen. Gerade der Herrscher in Marokko wird von den Iberiern häufiger herausgefordert. Daher kommt das minus 16.000 wahrscheinlich zusammen. Ah. Oh, ich habe ein Banner gekriegt, das mich besser gegen Leute feindlichen Glaubens kämpfen lässt. Geil. Also, ich muss mal gucken. Wo ist der Typ? Der hier... Abu al-Qasim. Ibn Yusuf. Ist der schon tot? Er ist gestorben. Mein erstes Kind schon über... Der hat echt die Stirn zu sterben, bevor ich mich an ihm rächen kann, Pia. Das Letzte, was er in seinem Leben gemacht hat, ist meinen Vater umbringen. Und jetzt ist er einfach verreckt, bevor ich ihm dafür seine gerechte Gottesstrafe zukommen lassen konnte. Wie kann das denn sein? Jetzt muss ich mir an irgendwelchen anderen Muslimen abreagieren, weil das gerechte Ziel meines Zorns einfach vorher den Löffel abgegeben hat. Was ist das denn? Schwierig. Ich finde das nicht okay. Schwierig. Ui, das war meine Tochter, der ich jetzt die Schuld dafür gebe, meine andere Tochter. Diese Elvira ist die andere Tochter von mir. Das heißt, ich habe literally gesagt, ich wünsche meiner anderen Tochter das gleiche Schicksal wie meiner verstorbenen Tochter. Ja, genau. Deswegen war ich so Das war mir überrascht. Gar nicht so bewusst, dass ich das so gesagt habe. Aber ja, dann ist das so. Okay. Kann man mal so machen. So eine gute Mutter. Ich bin ein Vater, keine Mutter. Oh Gott, jetzt also mein Chat ist ganz schlimm. Hatte er keine Familie, bevor er gestorben ist? Oh, jetzt du kannst wollen sie, dass ich hier Familie irgendwelche rechnen. Kinder von dem Typ auf... Ja, hat er wirklich... Yusuf Hadid wandernd. Irgendwen davon muss ich doch wohl finden können und mich rächen können. Warum habe ich nur so wenig Chance, die Leute umzubringen? Ich habe alle nur 33% Chance gegen die. Was soll denn das? Ach, ist das Mist. Ach, ist das Mist. Und das Erste, was wir auf jeden Fall brauchen, ist der Bewegungstempo-Perk. Mein Charakter ist traumatisiert davon, wie langsam seine Soldaten waren. Und, das muss irgendwie gelöst werden. Sad, ey. Willst du dich eigentlich noch um deinen ersten Sohn kümmern? Der zweite scheint ja talentierter zu sein. Nö, so spielen wir heute nicht. Wir versuchen wirklich nach einem RP-Prinzip zu spielen. Das heißt, ich versuche so zu spielen, wie mein Charakter wäre. Und der hat halt Söhne. Und manche sind besser und manche sind schlechter. Und das ist okay. Mein Bischof will mich um Gold betrügen. Hallo Stain und hallo Kleppi, hallo Wenkinger. Ich will meine Tochter da unbedingt rein verheiraten. Diese Mittel sind doch für mich bestimmt. Nicht wahr? Ja, so können wir doch Glaube und Gier vereinen. 60. Fürwahr.
Der muss mich halt echt mögen. Das wäre halt echt wichtig, dass der mich mögen anfängt. Wer ist Graf Avraham? Kann der irgendwas? Ich muss irgendwie... 50 Gold. Ich muss da besser reinkommen, quasi. Und 23 Verwaltung. Und da meine Tochter reinbekommen. Dass meine Nichte für so ein Kind aus einer sündigen Vereinigung unter ihrem Herzen trägt, ist kein Geheimnis. Schließlich ist sie keine verheiratete Frau Hau. Allerdings wurde nun endlich das Geheimnis mit dem Vater des Kindes gelüftet. Christin ist für diese Misere erfolgreich. Oh, das ist meine Nichte. Vielleicht. Oh, schwierig. Mein neuer Ratsverwalter wäre. Schwierig. Unzüchtig ist sie. Wilde Geschichte. Sehr, sehr wilde und unangenehme Geschichte. Genau, dem wollte ich ja... Er hat ja nicht gegen mich gekämpft. Ich habe diesen Krieg ja geerbt. Er hat nur gegen meinen Vasallen, also gegen meinen getöteten Bruder aufbegehrt. Ich musste jetzt schon noch Ordnung im Reiche schaffen, aber da kann man ja mal drüber hinwegsehen. Er ist ja auch ein guter Christ. Ich versuche gerade schon wieder mit zwei Frauen gleichzeitig Liebe zu machen. Das Privatgemach ist kaum erleuchtet und Francesco und ich sind aneinander gedrückt. Unsere Lippen berühren sich fast. Die nächtliche Luft ist kühl, doch ihre Haut ist siedend heiß und ihr Atem geht kurz und heftig. Und dann kam Tarexia da rein. Ja, schwierig. Ich versuche beide Frauen, jetzt haben beide keinen Bock mehr auf mich. Ja, ist schwierig. Ich bin echt kein guter Liebhaber, ne? Also ich versuche es die ganze Zeit. Aber ich bin echt kein guter Liebhaber, offensichtlich. Ja, vielleicht bist du eher zum keuschen Leben. Hä? Bestimmt. Als Sohn Gottes. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Ist Keuschheit eine religiöse Tugend? Nein, 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 nein. So, das richtig Ekelhafte ist ja jetzt viel eher, dass ich meine Tochter jetzt ihrem zukünftigen Ehemann als Mündel zuschicke, in der Hoffnung, dass er sie dann mehr mag, damit ich sie dann da reingeheiratet bekomme. Ist anders ekelhaft irgendwie. Ich würde ihm ja gern noch mehr Geld schenken, aber ich kann ihm gerade nicht mehr Geld schenken. Ich habe gerade festgestellt, der Typ, den ich gerade einen guten Christ genannt hat, ist gar kein guter Christ und er mag mich nicht, weil Katholizismus böse ist. Und er weigert sich zu bekehren. Okay. Ja, ich bin da im Hintergrund am Saufen, das ist ja alles okay. Wir wollen hier aber unbedingt... Wir wollen irgendwas finden. Ich möchte so unbedingt. Rat, habe ich dir noch Gnade erwiesen, Graf Avraham. Ich gab dir die Gelegenheit, mir freiwillig zu folgen. Doch du entscheidest dich nun für den Schmerz. Er wollte kein Christ werden, Pia. Was sagst du dazu? Ja, also ich würde ihn töten. Er wird jetzt auch. Ich wollte ihn einkerkern. Und jetzt hat er sich erhoben mit seinen schäbigen 941 Mann. Okay, also ich wollte eigentlich, dass der Dude mich mag und ich dadurch meine Tochter da reinbekomme. Mittlerweile bin ich im Überlegen, ob einfach was zu fingieren, um ihn zu erpressen, nicht sogar eine bessere Variante wäre. Weil ich auch einfach nicht gut darin bin, ihn dazu zu bringen, mich zu mögen. Macht die Pfeife denn jetzt? Haut er jetzt aus? Das ist eine schwierige Sache. Ich würde gern König werden, das würde mein Leben leichter machen, aber der Dude lebt halt immer noch. Der rennt einfach weg. Was soll ich sagen? Und lässt mich seine Hauptstadt einnehmen. Und die sind alle schon lieber verheiratet. Lieber Abraham dran als Abraha Kopf ab, wird bei mir im Chat gesagt, weil der Mann Abraham heißt. Haben wir hier irgendwo noch einen guten jungen Mann?
Ich sollte halt auf jeden Fall kein weiteres Bündnis gerade mehr eingehen, sonst kriege ich noch in Mali wegen zu viele Bündnisse. Aber meine zweite Tochter, die gerade krank ist, die sollte auf jeden Fall auch noch irgendwohin gut verheiratet werden. Oh Gott, und auf gar keinen Fall mit einem fremden Herrscher in diese Richtung. Also die müssen auf jeden Fall christlich sein. Wieder mit ihm. Ja, wobei sogar... Dieser Ketzer, dieser Heide! Das ist Aragorn, das ist... Oh, guck mal. Er ist kein Muslim tatsächlich, er ist jüdischen Glaubens in dem Fall. Das ist nicht ganz so schlimm. König Cadwgan von Wales. Weil immerhin haben die ja nicht meinen Vater umgebracht, aber trotzdem. Das sollte ich mir fixieren. Das sollte ich mir merken. Auf jeden Fall. Das sieht auch nach einem guten Bündnis aus. Da haben wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit. Wir versuchen erst noch da an denen durchzukommen. Aber das sieht doch auch gut aus. Aber ich würde halt jetzt gerne erstmal sie da reinbekommen. Minus 25 immer noch. Ah! Ich kann dem halt kein Geld schenken. Die Schlacht noch zu Ende, aber hier können wir noch ein paar Heiden verpflichten. Wann kann ich denn wieder Geschenk schicken? Wir haben den Mutfaktor leider noch. Und sie. Wie lange geht er denn noch? Geschenk erhalten. Na? Graf Abraham würde gern Lösegeld zahlen. Beitritt anbieten. Ich fürchte aber leider... Wir können auch kein Bündnis eingehen, leider. Wir müssen dir erstmal deine Titel nehmen. Sonst würde ich ihm weil helfen. Weil du ein Ketzer bist. Sonst würde ich ihm helfen. Und dich dann... Ja, der wird jetzt auch alles verlieren. Glaube ich. In dem Krieg, den er dafür... Wir können jetzt noch... Der wird jetzt alles verlieren. Und wie sieht das hier könnten aus? Die jetzt könnten wir ihn noch zur Bekehrung und zwingen. Die will er halt nicht nehmen, minus 97. Schade, dass er das nicht will. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube... Inge Madeus brauche ich nicht. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man mit Ketzern umzugehen hat. Und möge es werden es feiern. So, nee, das gibt es ein Festmahl nicht. Auf diesen Sieg über die Ketzerei und das Schlechte in unserem Land. Schwierig, schwierig, Leute. Schwierige Geschichte. Wo werde ich denn schon wieder überfallen? Ach, aber das ist nicht direkt mein Gebiet, deswegen interessiert es mich nicht. Mein Lehnsherr, ist halt, er lebt halt immer noch. Dass der auch einfach nicht stirbt. Das ist so sind sie bitter. Wieder in meinen Banner gestolpert, in meinen Hausbanner? Bin ich jetzt gläubig und sage, ich halte die andere Wange hin? Oder bin ich gierig und... Nee, ich bin gierig. Also das ist nicht okay. Und ich will Gold. Mein Sohn und Erbe Sancho, der Retter Götter, ist ein ungewöhnlich ruhiges Kind. Das passt irgendwie eigentlich nicht zusammen. So, jetzt bin ich Verführer. Großartig. Also wenn ich jetzt keine krassen Skills habe, weiß ich auch nicht. Kriege ich den jetzt dazu überredet? Wir sollten also, ihn zu einem Theologen erziehen. Es müsste doch jetzt auf jeden Fall klappen. Er soll ein also es wird er schon. Ja, er soll ein Mann Gottes werden. Verführung funktioniert offensichtlich nicht. Okay, das heißt, wir gehen in unserem Entwicklungsding vielleicht hier hin. Habe ich nicht hier irgendwo... Ich habe doch irgendwo Familienhierarch. Und ich habe doch hier irgendwo die Möglichkeit, persönliche Komplottstärke, Vertraute, Befreunden, Kinderheiten, Wertpunkte. Nee, ich will halt das haben, wo die Leute eher die Heirat von Leuten aus meiner Familie annehmen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das ist. Heiratsannahme. Jawohl, wir gehen jetzt noch auf Ritterlichkeit. Oh, jetzt wir versuchen kann ich auch den jetzt noch ritterlich Gold. Zu werden, um das zu pushen. Ich möchte, dass meine Töchter gute Ehemänner das bekommen. Es gibt nichts anderes, was ich mir mehr wünschen würde gerade, als das. Mehr. Jetzt, komm her. Und ich würde dem so gern helfen. Ich glaube, der ist gleich nutzlos, der Dude. Ich würde dem wieder halt liquide. So gern helfen, aber ich kann nicht. Vielleicht versuche ich mich parallel einfach schon mal hier einzuschleimen.
Das wird bestimmt auch notwendig werden. Und dann können wir ja schon mal hier an der Stelle ein Druckmittel fingieren. Und können ja mal schauen, ob sie mich da unterstützt bekommen. Geil. Schauen wir mal, ob wir der mit meiner helfen können. Aber wir kümmern uns jetzt auf jeden Fall schon mal hier um das hier. Minus 72, das ist halt schwierig. Vielleicht schicke ich meine Tochter da doch noch mal hin. Das ist auch minus 73. So, wir nehmen dich auch einfach. Achso, wir brauchen die andere Schwester. So, vom und entfernen. Ha, der hat jetzt mal einen Bonus von mir, ne? So, Heirat arrangieren. Nimmst du die jetzt? Minus 8. Oh, dass der die halt auch das wirklich schon wieder den um keinen Preis übrigens, haben Pia, möchte, bin ich bei dir gemutet oder du bei mir? Ist das Absicht? Ich versuche gerade meine Töchter loszuwerden. Deswegen habe ich mich ein bisschen rausgemutet, damit ich dir nicht dauernd reinrede. Du kannst gerne reinreden, wenn du magst. Mich stört das nicht. Aber du musst natürlich nicht. Also ich versuche gerade irgendwie meine Töchter in ein gutes Haus zu bekommen. Und das ist alles leider nicht so einfach, wie ich das gerne hätte. Und ja, es hemmt mich sehr, dass ich immer noch kein König bin, tatsächlich. Weil du hattest bislang noch nie einen Charakter, der auch einen rollenspielmäßigen Grund hätte, König zu werden. Seinem ja, genau. Bei mir war es ja sehr einfach. Ja, aber du gierig bist. Das macht, das rechtfertigt halt alles. Genau, okay. Ja, du hast mich durchschaut. Ja, der Traumehemann für meine Frau, also für meine Tochter, ist nur noch auf minus 8. Das Problem ist, dass der Krieg ist vorbei. Okay, gut, der Krieg ist vorbei, dann ist da das Risiko gar nicht so groß, dass der davor abgesetzt wird. Aber wir arbeiten da gerade im vollen Tempo darauf, dass der keine andere davor heiratet. Und ich mache mir da selber so ein bisschen Sorgen. Weil ich würde die da echt gerne noch reinbekommen. Ich habe ja auch gute christliche Töchter, also. Ja, aber sind halt nicht wunderschön, ne? Es gibt andere Männer, die wertschätzen die inneren Dings, Bums, Sachen. Nee, es gibt vielleicht Männer, die tun manchmal so. Aber die sind alle wie ich. Mach dir da keine Illusionen. Werte war das Wort, das ich gesucht habe. Was ist hier eigentlich passiert? Ich habe ein riesiges Stück Land hier bekommen. Ich schenke dem jetzt alles, was ich habe. Nimm es und dann bitte nimm meine Frau. Meine Tochter. Oh, jetzt will er sie noch weniger als vorher. Warum denn? Was? Wir waren doch auf minus 9. Warum denn? Das kann ich dir auch nicht sagen. So, Leute. Ich habe mein Buch geschenkt und das ist der Dank. Lass mich dir doch noch irgendwas schenken. Warum nimmst du denn keine Geschenke an? Wie lange hält denn das? Ja, nein, nicht Druckmittel. Das Druckmittel, da arbeite ich ja bei dem anderen dran. Ihm noch mehr Geld schenken bringt nichts. Jetzt hat er geheiratet. Oh. Ich will, dass meine Tochter dort reingeheiratet wird. Und nein, meine Kinder gehen nirgendwo mehr zu irgendwelchen Spieldates. Gräfin Berenguela von Soria.
Wenn du nochmal fragst, dann lasse ich dich köpfen. Oh, das wird mir jetzt gar nicht angezeigt. Ich bin ein bisschen unbalanciert gerade. Ja, ich finde es auch total absurd, dass eine 45-Jährige, die schon drei Kinder hat, mit Schuppig einfach meiner 11-jährigen Tochter vorgezogen hat, die rein ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist eine Frechheit. Ich werde derweil mit dem Kuss der Geißel mir meine Sünden austreiben. Ich habe gerade nämlich mein Rachedurst hat tatsächlich meine Gier überwunden sogar. Ich muss die Frau des Emirs umbringen, gegen den wir vorher den Krieg, sein Sohn jetzt, um ein Bündnis zu brechen. Und ich habe tatsächlich Agenten bezahlt dafür. Und das hat mich so gestresst, dass ich mich jetzt auspeitschen muss, dafür, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Und der Mord ist das relevant. Der Mord ist für meinen Charakter nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Das ist das Problem. Das stresst ihn. Das ausgegebene ihn. Geld. Der Mord nicht, aber dass ich halt Agenten angeheuert habe. Großartig. Das ist hart. Das tut halt auch wirklich, das tut dort weh, wo Moral nicht weh tut, nämlich im Geldbeutel. Und deswegen. Aber dann habe ich meine eigene Hellebarde geschmiedet. Das ist doch geil, komm. Wie kann ich noch Anspannung verlieren? Selbstkasteiung. Geht gerade noch nicht. Ich würde gern einfach nochmal pilgern gehen. Also ich bin schon Pilgerer und kann nicht pilgern gehen. Dankeschön, Raphael, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Das ist sehr nett. Bündnis hier, wenn wir das brechen. Vielen lieben Dank. Oh, meine Kinder lernen auch alle Sprachen. Das ist alles wundervoll. So, wie lange lebt denn mein Lehnsherr noch? Der ist 64, der lebt immer noch und dem geht's halt einfach besser als mir. Und der König Henry ist schon wieder nicht beeinflusst von mir. Was ist denn mit dir? Dann nimm doch zumindest mein Geld. Das Leben ist so hart, Maurice. Das stimmt. Oh, ich habe gerade den Eid der Freundschaft mit meinem Lehnsherrn geschworen. Du wirst halt nie König werden, ne? Wenn es so weitergeht. Ja, aber wir sind halt befreundet. Ja. Was soll ich denn machen? Ich mag den. Ich mag den halt richtig. Ja, klingt nach einem guten Typen. Ja, der ist super. Er lebt halt noch. Das ist ein Problem, ja. Ja, Problem sind harte Worte. Es ist vielleicht einfach nicht so eine leichte Lösung. Mhm. Da möchte mir jemand kämpfen. Also möchte jemand zu meinem Dings kommen, der... Nee, du musst Katholik sein, um für mich kämpfen zu können. Und deswegen ist er abgehauen. Oh! Ich habe ein Schlachtross. Ich habe ein Schlachtross, aber das muss quasi erst gezähmt werden. Ich glaube nicht, dass mein Charakter jemand ist, der das kann oder daran einen Wert sieht. Ich werde es verkaufen für 90 Gold. Übrigens wird jetzt die nächste Phase im Ringen der Kompromiss. Das finde ich halt überhaupt nicht gut.